So, herzlich willkommen zum Tutorial Star Jeweled gegen einen insane Gegner. Die Taktik ist im Prinzip relativ einfach. Man muss natürlich Glück haben mit den Steinen. Das ist klar, dass die Steine richtig liegen, dass man das auch sieht, dass man gute Kombinationen hat. Aber vom Grundprinzip her wollen wir am Anfang einfach nur auf 1000 Energie sparen und dann zwei Ultralisken rufen, so wie hier. Und jetzt liegt der Erfolg darin, dass wir also weiter Energie sammeln, um die Ultralisken zu heilen. Ganz wichtig, dass die Ultralisken am Leben bleiben. Was ich hier nicht geschafft habe, das heißt aber nicht aufgeben, sondern einfach nochmal neu auf 1000 Energie ansammeln und dann wieder zwei neue Ultralisken raus. Das Gute an der Heilung ist, wenn wir einen Ultralisken heilen, kriegt der andere gleichzeitig auch Heilung mit. Wir wollen jetzt aber darauf hinaus, dass wir eigentlich noch einen dritten Ultralisken haben wollen, zusätzlich zur Heilung. Das heißt, wir versuchen auf 750 Punkte zu kommen, um dann für 500 Punkte den dritten Ultralisken zu rufen und trotzdem noch genug Punkte zu haben, um den weiter zu heilen. Ich habe es wieder nicht geschafft, also nochmal auf 1000 Punkte hoch und das Ganze von vorne nicht aufgeben. Das Spiel ist noch lange nicht verloren. Jetzt kommen gleich wieder meine zwei Ultralisken, da sind sie. Und weiter am Leben halten und mit Heilung. Jetzt gerade natürlich eine richtig gute Combo gehabt. Ich habe für den Schwarm bekommen. Dafür gibt es sogar einen Erfolg. Damit habe ich mir natürlich den dritten Ultralisken holen können. Da hatte ich natürlich Glück. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Immer weiter hochheilen, dann schafft man das auch. Eigentlich eine sehr einfache Taktik. Ich wünsche euch da draußen viel Erfolg. Eigentlich ist es so super machbar. Ich habe es, glaube ich, im sechsten Versuch geschafft. Ich drücke euch die Daumen da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen.